Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Danke, Benny, für die freundliche Begrüßung. Ihr werdet es nicht bereuen, weil ihr nachher bei einem Quiz mitmachen könnt und wir dann einen schönen Abendausklang miteinander haben. Ich will euch einen Einblick geben im Hinblick auf das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz, was am 1.9.2023 in Kraft treten wird, und so ein bisschen schauen aus den Erfahrungen der DSGVO. Sind die Bußgelder, die es in der DSGVO gibt, Placebo oder sind sie wirklich wirkungsvoll, um Datenschutz umzusetzen? Die Vorstellung haben wir bereits gehabt. Deshalb kurz zu der Agenda, was ich heute mit euch durchgehen möchte. Erstens, wie sind die neuen Bußen im Datenschutzgesetz, im Schweizer Datenschutzrecht? Zweitens, wie ist das einzuordnen aus meinen Erfahrungen mit der DSGVO? Dann nochmal einen kurzen Ausblick, wie könnte es in der Schweiz laufen? Und dann gehen wir in Medias Res zum Datenschutzquiz. Ihr braucht alle ein Handy und eine Internetverbindung. Schon mal für die Vorbereitung. Zum Datenschutzrecht selber mache ich es mir insofern einfach, als dass ich auf den Vortrag des Kollegen Steiger aus dem letzten Jahr hier auf dem Winterkongress verweise. Er hat nämlich einen Vortrag gehalten und hat dargestellt, Datenschutzverletzung, ich fordere 250.000 Franken Buße, und hat in seinem Vortrag im letzten Jahr, der auch online abrufbar ist, dargestellt, für welche Verstöße man zukünftig Bußen nach dem Schweizer Datenschutzrecht bezahlen muss. Kurz zur Erinnerung, die Bußen werden für private Personen verhangen werden, und zwar bis zu 250.000 Franken. Da gibt es Bußgeldvorschriften, Artikel 60, Artikel 61, Artikel 63. Und ganz spannend finde ich den Artikel 64, der sagt, wenn eine Buße von nicht mehr als 50.000 Franken zu erwarten ist und die Feststellung der Person, die dafür verantwortlich ist, mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist, dann kann das Unternehmen gebüßt werden. Ich wage mal die Prognose, dass das relativ häufig vorkommen könnte, weil es dann höchstwahrscheinlich einfacher ist, das Unternehmen zu büßen als die verantwortliche Person. Wer ist die verantwortliche Person? Da sagt die Botschaft zum revidierten Datenschutzgesetz: Soweit die Daten durch ein Unternehmen bearbeitet werden, obliegen die aus dem DSG abgeleiteten Pflichten in der Regel dessen Leitungsperson. Also Leitungsperson wird irgendwo immer die obere Ebene sein. Ob es so ist, komme ich dann später nochmal dazu, weil es da gibt es auch andere Auffassungen. Wer verhängt die Bußen? Die Bußen werden durch die 26 kantonalen Strafverfolgungsbehörden verhangen, weil die für die Strafverfolgung zuständig sind. Man kann sich da schon vorstellen, dass selbstverständlich, weil es keinerlei Kategorisierung gibt, dass das eine interessante Entwicklung sein wird, welche Strafverfolgungsbehörde mit welcher Buße starten wird. Dann kommen wir mal zu den Erfahrungen aus der DSGVO. Benny hat es gesagt, ich habe sowohl als Anwalt in Berlin als auch politisch die DSGVO Einführung mit begleiten dürfen, und alle von euch wissen, dass die DSGVO am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist. Interessanterweise ist bei vielen untergegangen, dass die Verordnung vom 4. Mai 2016 war. Das heißt, alle hatten eigentlich 2 Jahre Zeit, sich auf die DSGVO vorzubereiten. Der Artikel aus der Wirtschaftswoche vom 27. September 2018 zeigt dann auch das große Erstaunen für die Unternehmen, da gibt es etwas, da gibt es die DSGVO. Nicht anders, um es selbstkritisch zu sagen, war es in der Politik. Wir haben beraten am 31. Mai 2018 die Umsetzung der DSGVO in das Landesgesetz, weil nämlich natürlich das europäische Recht dann entsprechend in die Landesgesetze umgesetzt werden mussten. Auch da waren wir deutlich knapp. Wir hatten ja seit 2016 eigentlich wissen können, dass da was kommt, und haben es dann 7 Tage nach Inkrafttreten der DSGVO auch in Landesrecht umgesetzt. Dann denkt man, okay, wenn Unternehmen und Politik schon nicht handeln, dann wird ja höchstwahrscheinlich die Datenschutzbehörde der Bundesländer entsprechend vorbereitet sein. Die haben so richtig vorbereitet auf die Bußgeldbestimmung waren die ebenfalls nicht, aber die haben immerhin ein Jahr nach Inkrafttreten der DSGVO Leitlinien herausgegeben, ein Konzept zur Bußgeldbemessung im Verfahren gegen Unternehmen. Das ist online abrufbar, und da sind dann so interessante Kategorisierungen drin, und zwar nach Unternehmensgröße, Unternehmensumsatz und Schweregrad der Tat.
um letztendlich zu erreichen, dass in den 16 Bundesländern in Deutschland ungefähr gleiche Bußgeldrahmen verhangen oder genutzt werden und nicht jedes Bundesland unterschiedliche Bußgeldvorschriften hat. Da werdet ihr sagen, da wird ja vermutlich die europäische Datenschutzbehörde sich höchstwahrscheinlich mal Gedanken gemacht haben und tätig geworden sein, weil es ein europäisches Gesetz ist. Haben die, und zwar im April 2022 mit Guidelines zur Kalkulierung von Bußgeldstrafen. Also 4 Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO gab es so die ersten Leitlinien und Kategorisierung, in welcher Höhe eigentlich ein Bußgeld verhangen werden soll. Wenn man das auf die Schweiz überträgt, dann kann man höchstwahrscheinlich relativ entspannt mal abwarten, die nächsten Jahre, bis die ersten Bußgelder verhangen werden. Das Ergebnis für mich: 2018 wurden 436.000 Euro Bußen in der gesamten Europäischen Union verhangen. Im letzten Jahr waren es schon ein bisschen mehr, 1 Milliarde an Bußen verhangen. Ich finde das jetzt nicht besonders viel, wenn man überlegt, wie viele Menschen und Unternehmen es in der Europäischen Union gibt und welche Leistung da angeboten wird. Maximale Bußgeld 746 Millionen für Amazon, zweitmaximale 405 Millionen für Meta, Instagram. Beides aber nicht rechtskräftig. Um es auch dazu zu sagen, ist so ein bisschen wie beim Pokern, ne? Anna Konikova sieht gut aus, aber gewinnt nie. Wenn wir mal schauen, ob das hier auch so ist. Ich glaube, dass die Bußen nicht zu halten sind. Interessanter Fall aus Berlin. Deutsche Wohnen hat die Mieterdaten von Mietern nicht ordnungsgemäß gelöscht. Von ehemaligen Mietern ist bestraft worden mit einer Buße von 14,5 Millionen. Eine ganze Menge. Hat aber gerichtlich nicht gehalten. Ist untergesetzt worden von den deutschen Gerichten auf 0 Euro. Ist derzeit anhängig beim Europäischen Gerichtshof. Da gibt es, könnt ihr mal schauen, da gibt es eine 5-stündige Gerichtsverhandlung von Anfang des Jahres, wo darüber gestritten wird, ob die Deutsche Wohnen dafür verantwortlich ist. Wie könnte es zukünftig sein? Der Kollege David Rosenthal, der im Datenschutz ja sehr aktiv ist, hat eine Prognose aufgestellt. Was sind eigentlich die Top 3, wo Bußen verhangen werden? Nummer 1. Verletzung von Auskunftsrechten. Gab es heute auch einen Panel, wo man ausfüllen konnte, ich möchte gerne Auskunft über meine personenbezogenen Daten. Wenn die nicht erteilt wird, ist das zukünftig oder nicht ordnungsgemäß erteilt wird, zukünftig Bußen bewährt. Zweitplatzierter Platz, Verletzung von Informationspflichten. Das sind also die Informationspflichten zur Nutzung von personenbezogenen Daten, wird in der Regel im Internet sein, Webseitenbesuch oder wenn Unternehmen nicht ordnungsgemäß informieren über die Verwendung von personenbezogenen Daten. Platz 3 würde ich auch aufteilen, ist Auslandsdatentransfer. Daten von Schweizer Bürgern ins Ausland transferiert, insbesondere in die USA, wo es kein angemessenes Datenschutzniveau derzeit gibt. Ich habe vorhin gesagt, bei den Bußen und der Botschaft zum revidierten Datenschutzgesetz, dass die Botschaft davon ausgeht, dass die Leitungsebene bestraft wird oder vornehmlich bestraft wird. Der Kollege Rosenthal ist da anderer Auffassung. Er sagt, dass in erster Linie das nicht die Unternehmensleitung treffen wird, sondern die Person, die tatsächlich für den konkreten Verstoß verantwortlich ist. Ich würde diese Auffassung im Übrigen teilen. Es dürfte rechtlich ziemlich spannend werden, als Unternehmensleitung zu schauen, wer ist eigentlich verantwortlich, weil davon auszugehen ist, dass die Bußen bei Unternehmensleitungen immer höher sind als bei dem einfachen Angestellten. Es könnte sich also durchaus ein System etablieren, wo man schaut, dass man versucht, möglichst den einfachen Angestellten dafür verantwortlich zu machen, weil der in der Regel weniger Buße bezahlen wird, als wenn die Unternehmensleitung dafür strafrechtlich verantwortlich ist. Wie war es eigentlich in der Vergangenheit in der Schweiz? Bisher ja nach dem jetzigen Datenschutzgesetz ja ebenfalls mit Bußen bestraft. Bestimmte Pflichten. Dazu habe ich die Entscheidsuche CH bemüht und mal nach dem Artikel 34 DSG, der regelt die jetzt im DSG die Bußen. Ihr seht, es gibt 16 Entscheidungen. Es kann mehr geben, aber jedenfalls mehr sind nicht veröffentlicht. Und alle Entscheidungen, die ich mir angeschaut habe, sind alle niedergeschlagen worden. Ich habe keine Entscheidung getroffen, dass tatsächlich eine Buße verhangen wurde, obwohl es entsprechende Strafanzeigen von Betroffenen gab.
Last but not least, der Kollege von Laux Lawyers, der sagt, was ich interessant finde, naja, man soll mit dem neuen Datenschutzgesetz nicht so stark nach in die Europäische Union und zur DSGVO schauen. Man soll das alles individuell machen und das Konzept des neuen Schweizer Datenschutzrechts ist ein anderes als die DSGVO. Ich teile die Auffassung nicht so ganz, obwohl ich das sehr charmant finde, dass die Schweiz da einen anderen Weg gegangen ist beim Datenschutz. Wird es selbstverständlich so sein, dass man immer schaut, wie sind eigentlich im Vergleichsmaßstab die Bußen nach DSGVO, weil die Schweiz wird sich da nicht stark nach oben oder nach unten entwickeln. Auch wenn der Bußenmaßstab ein anderer ist, in der DSGVO werden Unternehmen bestraft, im Schweizer Recht Privatpersonen, in der EU viel höherer Bußgeldrahmen, in der Schweiz bis 250.000 Franken, finde ich jetzt relativ entspannt im Vergleich zu 20 Millionen oder 4% des Jahresumsatzes. Meine Thesen, die ich mal vorziehe, weil ich nicht weiß, wie lange wir gleich beim Quiz brauchen. Erstens, natürlich wird es in den nächsten Jahren mehr Strafverfahren wegen Verletzung von Datenschutzverletzungen geben, ganz sicher. Ich glaube, dass es einige größere Fälle von Unternehmen treffen wird, die dann auch in der Presseöffentlichkeit diskutiert werden. Ich schätze ein, dass der normale Mitarbeiter eher weniger bestraft werden wird, auch weil die Strafverfolgungsbehörden höchstwahrscheinlich auch andere Dinge zu tun haben, als einen Mitarbeiter mit 1.000 Franken zu bestrafen wegen irgendeinem Datenschutzverstoß. Zweitens, wird keine kantonseinheitliche Bußenpraxis geben. Das heißt, wir müssen darauf warten, dass in den einzelnen Kantonen die Bußen entsprechend verhangen werden und dann über Berufungsverfahren in die Obergerichte gezogen werden, sodass man da vielleicht eine einheitliche Rechtsprechung hat oder zumindest eine Entwicklung bekommt. Dritte These von mir, selbstverständlich werden die DSGVO-Bußen der Maßstab sein, auch für die Verhängung von Bußen hier. Da wird man runterrechnen müssen, wie ich gesagt habe. Aber ich kann mir schlechterdings vorstellen, dass ein Verstoß in der EU 1.000 Euro kostet und in der Schweiz 50.000. Insofern wird man da schon ein bisschen rüberschauen, was da passiert. Last but not least, mein Ergebnis aus der DSGVO. Die Bußen oder die Bußenankündigung selbst führt nicht zu mehr Datenschutz, sondern tatsächlich führt nur eine Datenschutzumsetzung zu mehr Datenschutz, weil letztendlich eigentlich ein Umsetzungsproblem bei den Bußen besteht. Damit wären wir bei dem spannenden Teil der Veranstaltung, und zwar dem Bußenquiz. Das funktioniert mit Kahoot. Ich glaube, man sieht meinen Bildschirm, genau. Ihr dürft alle euer Handy, wer mitspielen möchte, darf sein Handy herausnehmen und hat oben einen QR-Code, den er scannen kann, oder er geht auf kahoot.it und gibt den entsprechenden Spiele-PIN ein. Dann dürft ihr einen echten oder Fake-Namen verwenden, das ist mir egal. Oh, mit dem Einhorn gefällt mir gut. Muss jetzt mal loggen, sind alle dabei? Nein. Ne? Also die nicht dabei sein wollen, die müssen nicht mitspielen. Du hast kein Smartphone. Willst du mitspielen? Oh, okay. Dann spielst du mit ihm zusammen und ihr teilt euch, wenn ihr gewinnt. Alle ready? Alle dabei, alle ready? Perfekt. Es gibt, glaube ich, 24 Fragen. Und dann schauen wir am Ende des Tages, wer erstens ein bisschen zugehört hat gerade,
und zweitens sehr gut einschätzen kann. Die erste Runde ist zum Warmwerden. Da gibt es noch keine Punkte. Aber damit ihr kurz das System seht, hier vorne kommt die Frage und dann seht ihr auf dem Handy die entsprechende Antwortmöglichkeit und ihr müsst dann entsprechend der Farben anklicken. Das Schöne daran ist, es gibt Punkte zu vergeben und zwar auch nach Schnelligkeit. Die Zeit ist jetzt hier auf 17 Sekunden, 30 Sekunden eingestellt. Insofern muss man so zum Warmwerden. Ups. Perfekt, ihr habt das System verstanden. Jetzt geht es richtig los mit Punkten. Erste Frage. Maximale Bußgeld in Rappen. Fünf Sekunden noch. Oh. Gelbe Zahl war richtig, um es zu sagen, ist auch ein bisschen fies mit den vielen Nullen hinten. C liegt derzeit vorne. Weil wir dann gleich den Vergleich machen in Euro, noch mal kurz für euch Euro-Kurs in Franken. Dürft ihr hin und her schieben. Tagesaktuell habe ich heute noch mal überprüft. Rainbow, wer ist Rainbow? Sehr gut. Mal schauen, ob du. Jetzt geht's richtig los. Wie hoch war das Bußgeld nach DSGVO für die unzureichende Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch ein Inkassounternehmen? Aus der EU. Also, aber da kriegt man kriegt dadurch, wir machen ja so ein paar Sachen, man kriegt dadurch so eine Range, dass man sagt, ah, ist günstig oder ist ein bisschen teurer. Nicht so teuer kann man mal bringen. Ne? Ja, ich habe schon, also es gibt mehrere hundert Fälle und die habe ich halt rausgesucht, da habe ich einzeln natürlich Fälle. Nein, es ist immer so, also es ist ein einzelner Fall. Ich habe so einzelne Fälle rausgesucht, die so ein bisschen so eine Range zeigen. Ja, dann würde man mehr machen. Energieunternehmen hat bei Direktmarketing verstoßen in Italien. Also ein bisschen teuer oder günstig. Oh. Da sieht man, das war relativ teuer. Direktmarketing und Nutzung von personenbezogener Daten durch ein Energieunternehmen ist hoch gebüßt worden. Sorry, Rainbow. Die unrechtmäßige Verwendung einer Dashcam durch Privatpersonen vorne im Auto, personenbezogene Daten, weil fremde Menschen aufgenommen werden. Was könnte sowas kosten als Datenschutzverstoß? Ist jetzt im Verhältnis relativ günstig sowieso. €150 kann man sich leisten, kann man mal machen. Nee, darf man nicht. Soll man nicht natürlich keinen Datenschutzverstoß machen. Aber.
Die Datenverarbeitung von Körperkameras durch Fahrkartenkontrolleure, und zwar diesmal in Schweden. Auf jeden Fall mehr als 1,5 Millionen. Eine Million 566.125. Also daran sieht man aber, dass also es gibt so ein paar Verstöße, die sind schon echt regelmäßig teuer, insbesondere Unternehmensverstöße. Ein Sexclub ignoriert die Anfrage auf Löschung personenbezogener Daten in Spanien. Fall aus dem Datenschutzrecht. Das sieht man jetzt von der Preisrange jetzt auch nicht so teuer. 2.000 Euro wegen Nichtlöschung von personenbezogenen Daten. Ich sage es mal doch in so einem intimen Bereich. Finde ich jetzt nicht wirklich erheblich teuer. Rainbow ist rausgefallen, oder? Aber du hast noch eine Chance, wir sind ja noch nicht durch. Überwachung von Online-Kursen durch eine Bildungseinrichtung trotz Widerspruch war ein Fall in Griechenland. Ich glaube, war sogar ein Fall mit Kindern irgendwie betroffen oder so. Ja, 2.000 Euro kostet es. Finde jetzt auch nicht wirklich erheblich teuer, wenn man sieht bei der DSGVO, mit welchen Strafen man da eigentlich rechnen kann. Ah, muss ich nachschauen. Das weiß jetzt die Frage, kann ich auch hier nicht beantworten, ob es staatlich oder privat war. Aber hier war die Veröffentlichung von Videos auf YouTube. Ist schon mal so eine Range, ne? Ist jetzt nicht so teuer, waren tatsächlich, da war aus dem Fall von Kindern oder Kindergarten oder so ein Kindergartenvideo veröffentlicht. €27 für Veröffentlichung von privaten Bildern, personenbezogenen Daten auf YouTube, nicht wirklich teuer. Ups. Ja, B891 ist sehr gut. So, einer der großen, Meta. Keine Rechtsgrundlage für die personalisierte Werbung. Wie hoch war das Bußgeld, was Meta bezahlen soll? Ist übrigens noch nicht abgeschlossen, ist selbstverständlich in der Berufung. Da dürften die 4% vom Jahresumsatz zum Tragen gekommen sein. Aktueller Fall. Ne, 390 Millionen waren es bloß. Ist aber, wie gesagt, halt noch nicht rechtskräftig. Ich gehe davon aus, dass der Betrag am Ende des Tages nicht stehen wird. Ist von der irländischen Datenschutzbehörde verhangen worden, weil Meta dort seinen Sitz hat. Nichtlöschung von ehemaligen Mieterdaten durch die Deutsche Wohnen. Das freut mich. Genau, 0 Euro bisher. Mal schauen, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Oh, B891 ist sehr gut. Die Videoüberwachung, also ehemalige Lebensgefährtin in der Wohnung überwacht in Spanien, betrifft eine Privatperson. Wie hoch ist das Bußgeld? Oder könnte es sein? €10.000 mit, finde ich jetzt durchaus
mal angemessen. Für eine Privatperson tut auch ein bisschen weh. Macht man nicht so oft, höchstwahrscheinlich bei 10.000 Euro. Alltäglicher Fall wird es hier auch vermehrt geben. Videoüberwachung eines Restaurants, aber keine Information. Der Besucher dort, hier ein Fall aus Italien. Sind immer diese Schilder, die draußen dran hängen. Videoüberwachung wird auch zukünftig nach DSG in der Schweiz erforderlich sein. Ja, 2.000 Euro finde eigentlich auch relativ wenig, wenn man überlegt, wie viele Personen dort aufgenommen und aufgezeichnet werden in einem Restaurant und wie viel geschäftlicher Verkehr oder Besucherverkehr da auch stattfindet. Ähnliche Situation, diesmal in Deutschland. Wie teuer ist der Verstoß in Deutschland? Ist so ein bisschen die Frage, ob es in Italien günstiger ist oder nicht. Genauso teuer. Kostet auch 2.000 Euro. Spannender Fall. Unzureichende technisch-organisatorische Maßnahmen beim Auftragsdatenverarbeiter. Ein Fall aus Kroatien. Durchaus relevant, Einsatz von Auftragsdatenverarbeitern. Yes. 10.000 Euro finde ich jetzt relativ wenig, wenn man überlegt, dass man jemand Drittes damit beauftragt, mit den Daten umzugehen und man nicht sicherstellt, dass der über die entsprechenden technisch-organisatorischen Maßnahmen verfügt. Eigentlich erstaunlich, könnte aber so eine Richtung auch vorgeben. Wer auch immer Jan ist, der kann sich schon mal freuen. Noch 7 Fragen. Fehlende Datenschutzerklärung in einem Online-Shop, auch ein Fall, der massenhaft vorkommt. Datenschutzerklärung sind diese schönen Langtexte in Times New Roman 10. Ja, 2.000 Euro, weiß ich nicht, ob viel, was denkt ihr, viel, wenig? Also, weil wenn man so Datenschutz so wichtig nimmt, muss ich jetzt mal sagen, und dann so als Gesetzgeber so Informationspflichten, Einwilligungspflichten vorsieht, wenn die 2.000 Euro als, also ich will keine anwaltliche Beratung machen für Unternehmen, aber ich finde, kann man mal als Risikoeinschätzung vielleicht eingehen und so sagen, da muss man dann halt die 2.000 Euro zahlen, weil man keine richtige Datenschutzerklärung hat. Eine Bank in Polen hat eine Datenpanne nicht an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet. Schon an sich nicht wirklich teuer, 60, 70, 80, 90.000. Hat es gekostet. Der ähnliche Fall kommt jetzt. Und zwar durch einen Verein. Datenpanne, Verein meldet die Datenpanne nicht. Wie teuer ist das für den Verein? €100. Nicht wirklich viel, auch wenn man immer so zu Vereinen, ja, eine andere Einstellung hat als zu den großen Banken, aber ich finde, für eine Datenpanne melden, also einen Verstoß gegen eine gesetzliche Verpflichtung, €100, da deshalb meine Einschätzung, dass auch die Bußen der DSGVO da nicht wirklich helfen, Datenschutz umzusetzen. Jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen doppelte Punktzahl, um es ein bisschen spannend hinten rauszumachen. Die 4 größten, höchsten verhangenen Bußgelder der von Unternehmen. Natürlich, wer soll da auch stehen? Alle im Übrigen nicht rechtskräftig.
Also oben steht immer der, oben ihr müsst so hin und her schieben, oben der die meisten das höchste Bußgeld bekommen hat und unten der das wenigste. Ich habe es vorhin übrigens, glaube ich, gesagt, die ersten beiden zumindest. Oh, also Amazon hat bekommen, hatte ich vorhin, Amazon hat keiner gesagt. Krass. Amazon 746 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit der Anzeige von Werbung und Weitergabe von Daten an Dritten. Zweiter Platz geht an Meta, Instagram 405 Millionen Bußgeld für den Bruch von Datenschutzrechten Minderjähriger. Dritter Platz auch in Irland, 390 Millionen für Meta-Plattform, keine Rechtsgrundlage für die personalisierte Werbung. Da gibt es dann den vierten Platz, ist nochmal Meta mit 265 Millionen, den habe ich jetzt mal rausgelassen, weil die so oft vorkommen. Deshalb ist hier WhatsApp aufgeführt, gehört zwar auch zu Meta, 225 Millionen Verstöße gegen Transparenzpflichten. Also wenn das, also ist alles nicht rechtskräftig, muss man mal sagen, ist alles in der Berufung, aber wenn ein Teil, auch nur 10% davon durchkommen, dann könnte es sein, dass Meta sich überlegt, ob sie nicht ihre Datenschutzvorschriften anpassen oder den Umgang mit personenbezogenen Daten anpassen, weil das dürfte dann auf Dauer echt wehtun und auch wirtschaftlich Risiko sein für Meta. Wieder doppelter Punktestand bei der nächsten Frage. Wann tritt das Schweizer Datenschutzgesetz in Kraft? Also ich hoffe, dass wir jetzt 100% haben. Ah, fast. 1. September 2023, bleibt noch ein bisschen Zeit zur Umsetzung. Daran schließt sich eine Folgefrage an. Welche Übergangsvorschriften es für die Bußen im Schweizer Datenschutzgesetz gibt? Ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, keine. Keine Übergangsvorschriften muss man berücksichtigen, dass also ab 1. September 2023 auch Bußen verhangen werden können. Ich hatte gerade dargestellt, in der EU hat es 4 Jahre gedauert, bis da überhaupt so ein bisschen Bewegung reinkam. Insofern wird es vermutlich nicht am 2. September sofort die erste Strafanzeige geben. Aber wer drüben bei dem Seminar Auskunftspflichten war, der kann es halt am 2. September mal probieren, ne? Und Auskunft verlangen. Nico hat die letzte längste Antwortserie von 5, liegt aber noch nicht vorne, hat aber möglicherweise die Chance, jetzt bei der, glaube ich, vorletzten Frage noch aufzuholen. Ja, die ersten 3 liegen gut beieinander. Gibt wieder doppelte Punktzahl. Wie oft kommt im offiziellen revidierten Datenschutzgesetz das Wort Personendaten vor? Und zwar nicht nur im DSG, sondern in dem gesamten Gesetzesvorhaben. Schafft man aber nicht in 20 Sekunden zu googeln. Mal. Gratulation an diejenigen, die richtig getippt haben. Ja. Hat sich nicht viel verändert. Letzte Frage. Diesmal ein Logo-Quiz. Ihr dürft das Logo entziffern. Der Dank für diesen Winterkongress geht an wen? An meine Kanzlei, an die digitale Gesellschaft, die DSGVO oder das revidierte Datenschutzgesetz. Oh, Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir kommen zu den Gewinnern. Wir haben 3 Preise. Ich habe 3 Preise mitgebracht für die Gewinner. Dritter Platz 12.155 Punkte, zweiter Platz 12.810, erster Platz 12.906.
Es dürfen nach vorne kommen. B891, Nico und Peter. Wir fangen an mit Platz Nummer 3, B891. Es gibt von meinem Büro, meiner Kanzlei, ein bisschen Giveaways, Taschenmesser, Block, alles analog, selbstverständlich, aus Datenschutzgründen. Und wenn du Wein trinkst, ein Wein aus meinem Wohnort Hönk. Gratulation. Der zweite Preis, Nico, dasselbe für dich. Und der erste Preis, Peter. Darf mal. Peter hält immer noch das Handy fest oder so, der hofft immer noch, dass da Fragen kommen. Ja, ja. Oh, guck mal, er hat hier nicht aufgezeichnet, dass er Erster ist. Mach ein Bildschirmfoto davon. Wir mal. Ja, mal abziehen, genau. Total, ebenfalls völlig datenschutzkonform. Besten Grüßen. Etwas zum Spielen. Ohne Internetanschluss. Gut, was? Damit darf ich mich bei euch bedanken. Danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt zu später Stunde. Denkt daran, ab 1.9. gilt ein neues Datenschutzgesetz und helft mit, etwas Datenschutz umzusetzen. Herzlichen Dank und schönen Abend. Achso, und ihr habt noch Fragen, oder? Ja, wenn ihr noch Fragen habt, haben wir, glaube ich, ein bisschen Zeit. Fünf Minuten haben wir noch. Ich danke dir ganz herzlich für die gute Unterhaltung und das Zusammenstellen dieses Quizzes. Habt ihr Fragen? Es gibt da ein Saalmikrofon, das ein bisschen nach unten hängt, wenn ihr noch was wissen wollt. Ich mache das da mal nach oben. So, ich weiß nicht, wer da vorher geredet hat. Hat jemand eine Frage oder seid ihr alle müde? Ja. Danke. Wie ist das eigentlich in der Schweiz? Gibt es ja diese Gewichtung von Treu und Glauben und die Grobfahrlässigkeit scheint auch bei Datenschutzverstößen relevant zu sein. Wie ist da dazu, also wie viel schwächt das ab jetzt im Gegensatz zur EU? Also wie locker dürfen wir sein, wenn wir über die Grenze schauen, denken, ja okay, bei uns, ich meine, böswillig war es nicht, wird sich da, also ist das relevant oder? Ja, es ist relevant, weil in der Schweiz nur der vorsätzliche Datenschutzverstoß strafbar ist. Das heißt also schon alleine grob fahrlässiges Verhalten wird nicht strafbar sein. Und die Strafverfolgungsbehörden sind dann immer verpflichtet, auch noch einen Vorsatzdelikt nachzuweisen. Also das heißt, dass jemand mit Wissen und Wollen um diesen Datenschutzverstoß entsprechend tätig war oder es halt zumindest in Kauf genommen hat. Deshalb ist die Hürde relativ hoch und deshalb gab es auch in der Vergangenheit meines Erachtens keine Bestrafung in der Folie mit den 16 Verfahren, weil dort immer dargestellt wurde, dass die Staatsanwaltschaft letztendlich den subjektiven Tatbestand, nämlich den Vorsatz, nicht nachweisen konnte. Und ähnlich dürfte es zukünftig auch so sein. Der Vorsatz könnte dann nachvollziehbar sein oder beweisbar sein, wenn es innerhalb der Unternehmenskommunikation E-Mails oder Beweismittel zum Beispiel gibt, dass also jemand angewiesen wurde, kümmere dich mal nicht um die Datenschutzerklärung, ist eh egal. Und der Kohlmeier hat erzählt, ist relativ günstig, kann man machen. Dann dürfte es ein Vorsatzdelikt sein. Ist halt anders als in der EU, weil in der EU es nicht auf den Vorsatz ankommt, weil da die Unternehmen entsprechend bestraft werden. Also ich meine, es gibt ja zwei Arten von Unternehmen, die vielleicht weniger Probleme haben. Die deutschen Unternehmen oder EU-Unternehmen, die in der Schweiz operieren, die sollten ja schon DSGVO-compliant sein. Und wie sieht es dann mit dem Schweizer Gesetz aus? Kann man davon ausgehen, dass man weniger Probleme hat? Oder auch Schweizer Unternehmen, die in der EU, das werden ja die meisten sein, operieren, sollten ja auch schon Richtlinien zu DSGVO-compliant haben?
Wie ist das mit dem neuen Datenschutzgesetz zu sehen? Kann man sich da jetzt darauf verlassen, diese TOMs weiterzufahren oder ist es durchaus nochmal ein größerer Akt, das anzupassen? Also wenn man DSGVO bereits eingehalten hat, ist man auf einem guten Weg, auch die Anforderungen des Schweizer Datenschutzrechts einzuhalten, muss man mal ganz klar sagen. Wobei jedem zu empfehlen ist, da genau hinzuschauen, weil halt das Schweizer Datenschutzgesetz weniger Pflichten in den Unternehmen auferlegt. Und die Unternehmen natürlich das Thema haben, wenn sie Versprechungen nach DSGVO zum Beispiel zu Einwilligungen und so weiter machen, müssen sie sich auch daran halten. Insofern werden sie schon schauen, ob sie nicht dann doch das meines Erachtens unterhalb der DSGVO angesiedelte Schweizer Datenschutzrecht in der Schweiz umsetzen und in der Europäischen Union DSGVO, auch weil der Strafrahmen hier natürlich viel, viel geringer ist. Also sagen wir es mal so persönlich, muss ich mal sagen, würde ich aus Gründen oder für jedem Unternehmen empfehlen, selbstverständlich die Gesetze einzuhalten und Datenschutz umzusetzen, weil es auch eine Reputationsfrage ist und auch so eine Glaubwürdigkeitsfrage, ob man sich an Gesetze hält. Wer aber halt DSGVO umsetzt, ist in der Schweiz gut bedient und selbstverständlich sind so Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, technisch-organisatorische Maßnahmen, die muss man auch in der Schweiz nicht neu erfinden, sondern da greift man auf die Vorlagen zurück, die bereits vorhanden sind. Es gibt eine Datenschutzverordnung, die erlassen wurde, wo auch ein paar Themen drin stehen zur Datensicherheit. Die wird man sich nochmal anschauen müssen. Da gleicht man nochmal ab. Und dann ist man da meines Erachtens relativ gut auch in der Schweiz aufgestellt. Dann beenden wir das hier. Herzlichen Dank, Sven, nochmal. Mhm.